Hört auf mit Strauß Blumen, ey. Komm mit so einer Pfanne an. Oh, das wird, Leute. Das ist übrigens ein Gericht, mit dem ich mal an einem Wettbewerb teilgenommen habe. Es ist wieder soweit. Wir machen heute Kaninchen. Rote Neuseeländer gibt es. Und zwar sind die von meiner Mutter. Und das passt wunderbar noch zu dieser Jahreszeit. Es ist ein bisschen kalt draußen, regnerisch, stürmisch. Und da eignen sich immer so ein bisschen was Deftigeres mit schön viel Rotwein und Zwiebeln. Und deswegen habe ich hier diesen Rücken. Ich wollte eigentlich noch ein paar Keulen haben, aber gab es irgendwie nicht mehr. Und damit fangen wir jetzt auch erstmal an. Wusstet ihr, dass man bei Kaninchen an den Pfoten, sagt man Pfoten bei Kaninchen? Läufern? Läufe, ne? Da muss man immer das Fell dran lassen, damit es keine Tatzen sind, dass man nämlich erkennt, dass es ein Kaninchen ist und keine Katze. War zumindest früher so. Ich habe hier noch so ein paar Lappen und Überreste, die mache ich noch mit in die Soße mit rein. Diesen Rücken müssen wir jetzt erstmal ganz kurz etwas zerteilen und ich hoffe, dass das mit meinem scharfen Messer funktioniert. Also ich hack da jetzt einfach mal kurz rein. Es war sehr traumatisch für mich als Kind. Meine Mama hat die immer hinten im Schuppen geschlachtet. Und dann unten im Keller aufgehängt. Und wenn ich nicht wusste, dass sie das gemacht hat und ich im Keller irgendwie Marmelade oder so holen wollte, dann machst du das Licht, dann auf einmal hängen da so 6 Kaninchen oder so. Also ich wusste halt schon damals irgendwie, wo Fleisch herkommt, das ist ganz gut irgendwie, finde ich, wenn man das schon früh weiß. Und ich war auch schon mal beim Schlachten dabei. Ist nicht so schön, tatsächlich. Ich muss noch mal eben ganz kurz, habe ich vergessen, wollte ich die ein bisschen marinieren. Bevor ich die gleich anbrate. Und dafür nehme ich jetzt ein bisschen Thymian. Frisch. Gibt es tatsächlich auch noch um diese Jahreszeit im Garten. Die sind relativ winterhart. Und Honig. Wenn das nachher mit dem Rotwein abgelöscht wird, ergänzt sich das sehr schön mit diesem süßen und dem sauren. Wir wollten eigentlich ganz gerne auch die Schlachtung zeigen, aber Mama wollte nicht so gerne vor die Kamera, deswegen habe ich gesagt, okay. Dann weiß ich trotzdem, wo es herkommt, aber wir haben es jetzt heute mal nicht gezeigt. Mmh. Geil. So, jetzt machen wir hier noch ein paar Schalotten. Das Schöne bei so Schmorgerichten ist, wenn man die jetzt in den Bräter macht und dann gleich ein bisschen Rotwein mit ablöscht und so, dann hat man gleich die Soße schon immer mit dabei. Das heißt, man muss jetzt nicht extra irgendwie noch am Herd stehen und eine Soße aufsetzen, sondern das kann man dann einfach aus dem Bratansatz sozusagen ziehen. So, die gehen da jetzt auch noch mit rein. Wow! Bei dem einen oder anderen ist das mit dem Röstaroma ein bisschen ernster geworden. Macht aber nichts. Upsi. Riecht aber schon geil. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Tomatenmark. Kurz mit anrösten und Rotwein. Mmh. Jetzt lassen wir das einmal ganz kurz aufkochen und dann stellen wir es einfach in den Herd. In den Ofen. Gut durchgeräuchert hier, ne? Mehr Wein. Hm? Viel hilft viel. Ne? Ach, was soll's. Jetzt habe ich aber keinen Schluck mehr. Naja. Okay. hat jemand den Deckel dazu gesehen? Liegt der da irgendwo bei euch? Hä? Seit wann haben wir echt 2 davon? Ich glaube, das wird richtig lecker. Also riechen tut das echt gut. Ja, ne? Also eigentlich wollte ich ganz gerne Keulen machen, aber meine Oma hat das irgendwie vercheckt und wusste nicht genau, was in den Tiefkühlbeuteln drin ist, die sie noch in der Gefriertruhe hatte, die ich heute Morgen bei ihr abgeholt habe. Deswegen habe ich jetzt hier nur so ein Rückenstück und Rücken kann man tatsächlich beim Hasen auch kurz braten. Ich habe mich jetzt aber hier für Schmoren entschieden, weil ich ganz gerne eben diese schöne dunkle Soße haben möchte. Wo ist denn wohl mehr Fleisch dran, am Rücken oder an den Keulen? Überall gleich wenig. Kaninchen hat tatsächlich sehr wenig Fleisch, aber ist sehr zart, sehr fein, weil es halt eben kaum Fett hat und
wenn man die schön laufen lässt, so wie bei Mama, dann haben die echt schönes Fleisch. Aber wie gesagt, halt eben nicht besonders ergiebig. Oh, das wird, Leute. Ich finde das immer ganz gut, wenn man nicht so viel am Herd stehen muss und sich mehr um seine Freunde und Familie kümmern kann. Deswegen habe ich hier ein paar Kartoffeln gekocht. Die schiebe ich gleich einfach mit dem Bräter in den Ofen. Das werden ganz einfach so ein paar Rosmarinkartoffeln. Also ein bisschen Olivenöl. Ich lasse die auch im Ganzen. Ich finde, dass die dann gleich so eine schöne goldene Farbe kriegen. Ich habe die schon ein bisschen vorgekocht. Muss man rein theoretisch nicht. Dann geht es aber halt ein bisschen schneller. Sowas kann man halt auch guten Tag vorher machen oder so. Rosmarin riecht so geil. Ein bisschen Knoblauch, den lasse ich einfach so mit Schale kurz ein bisschen zerdrücken. Dann röstet der Knoblauch da drin so schön, dann kann man das nachher, wenn das fertig ist, richtig schön aus der Schale lutschen. Oh yeah, ein bisschen Salz. Das heißt, wir haben diese Deckelsituation nicht geklärt, ne? Dann nehmen wir Alufolie. Oder ich fülle es um, wobei das wäre eine Sauerei. Mauerei, na gut, okay. Dann nehme ich das hier, aber jetzt macht es vielleicht Sinn, zuerst den Deckel zu suchen. Oh, ey. Thema, ich kenne doch mein Studio. Alles easy. Von wegen Sauerei, ich zeig euch jetzt, wie das geht. Steigt mir ganz schön der Alkohol hier in die Nase. Geil, mehr. Guck mal, die Soße sieht auch jetzt schon richtig geil aus, oder? So, Nummer 1 und jetzt Nummer 2. Hallo! Das passt auch nicht. Got it! Mein Ofen hier ist etwas speziell, der hat nämlich keinen Starkstrom, deswegen muss ich den immer ein bisschen doller aufheizen. Bei euch so 180 Grad Ober- und Unterhitze läuft. Wir machen jetzt Ratatouille-Gemüse dazu. Lecker! Dazu haben wir ein bisschen frischen Basilikum und ich mache noch Chili, Zwiebeln und Knoblauch. Ihr könnt es gröber lassen, ihr könnt es in feine Würfel machen, wie ihr möchtet. Ich mache es jetzt ein bisschen kleiner. Arsch weg. Das ist übrigens ein Gericht, mit dem ich mal an einem Wettbewerb teilgenommen habe. Ich habe den 3. Platz damit belegt. Mhm. Damals noch. Respekt. Kannst du das nochmal sagen, weil wir wahrscheinlich auch das Video gefunden haben. Ich hab's aber noch nicht gesehen. Echt? Oh, das wäre richtig krass. Das ist ein anderer Wettbewerb, ne? Ein 4-Gänge-Menü für 6 Personen in nur 4 Stunden. Auf den Punkt gebraten, gebacken, gekocht. Möglichst kreativ für nur 9,50 € pro Person. Ja, aber ich hab nicht so viel Zeit. Unter den besten 19 ist Zora Liane Klipp aus Zeven mit ihrem Menü. Das ist nach Gängen sortiert. Hier ist alles Mögliche drin. Im Zwischengang habe ich Mangos, Ananas, Sellerie. Hier habe ich meine Muscheln, Calamaretti, alles Mögliche. Der Zeitplan ist bei allen im 30-Minuten-Takt organisiert. Jeder Handgriff muss sitzen, zum Nachdenken bleibt keine Minute. Also es steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Viel Zeit, viele Tränen, viel Geld. Der Nachtisch muss jetzt raus, egal wie es den Köchen dabei geht. Ganz furchtbar. Mir tut der Rücken weh, ich bin so heftig in Verzug. Mein Waffelteig will nicht so, wie ich will. Ich bin so froh, wenn es gleich vorbei ist. Und irgendwie schafft sie doch alles. So, mein Name ist Zora Klipp. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit geschmeckt. Ich entschuldige mich für die längeren Wartezeiten. Es gab ein bisschen Verzögerung. Genießen Sie Ihren Abend. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. War danke. Super. Danke. Tschüss. Schön. Danke. Tschüss. In der Zwischenzeit können wir noch ein bisschen Knobi schnibbeln. Und wer mag, auch ein bisschen Chili. So, das geht da jetzt auch alles mit rein. Ich glaube, hier fehlt ein bisschen Butter.
verändert. Ja, ne? Ganzes Gericht ohne Butter bis jetzt. Es löst so viele Glückshormone in mir aus. Dieser Geruch von Zwiebeln und Knoblauch. Scheiß auf den Strauß Blumen, ey. Komm mit so einer Pfanne an. Dose Tomaten. Ein bisschen dunklen Balsamico. Geiler Scheiß. Beste Beilage. Okay, Ratatouille. Check. Und jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen warten, bis das im Ofen fertig ist. Und dann war es das eigentlich auch schon. Das Kaninchen war jetzt hier ein Stündchen im Ofen. Die Kartoffeln habe ich zwischendurch wieder rausgeholt. Ihr könnt sie auch einfach, wenn ihr meint, dass also nach einer Dreiviertelstunde die Kartoffeln mit reinstellen, dass ihr die dann die letzten 15 Minuten quasi mitgart. Geil. Mh, wie das riecht. Jetzt hat man hier diese schöne braune Soße schon. Davon werde ich jetzt ein bisschen was abnehmen. Und das koche ich dann separat nochmal eben auf, dass das ein bisschen dicker wird quasi. Deckel wieder drauf. Tatsächlich schon ein sehr, sehr winterliches Gericht. Es ist nicht besonders farbenfroh jetzt hier so auf dem Teller, habe ich festgestellt. Dafür schwimmt es aber in der perfekten braunen Soße. Alleine dafür lohnt es sich schon, dieses Rezept nachzumachen. Denkt an den Hashtag Koch mal nach. Und wenn ihr nicht unbedingt Freund von Kaninchen seid, was ich euch aber auch sehr empfehlen würde, könnt ihr dafür auch jegliches anderes Fleisch nehmen. Und jetzt muss ich das probieren. Achso, tschüss. Geil, ich habe mit der frischen Zitronenzeste hier oben drauf.